auf dem Turm von Adrian. Am liebsten frisst er grünes Gras mit Gucci Cantana in der Hand, trägt er sie alle an die Wand. Wir folgen ihm gespannt, denn Edmund Denzel braucht das Land. Der schreiende Stürme stört ihn nicht, auch wenn er sich viel Hals kriegt, schaut jeden Gegner ins Gesicht. Manche verbeugen sich zwar nicht, auch wenn er dann härter zusteht. Jeder Mensch weiß eigentlich, Edmund Denzel ist unsterblich. Okay, pass auf, das ist so ein Ritterspiel. Mhm. Du kämpfst so mit Schwert und Schild gegen verschiedene Kreaturen böser Natur. Gibt's keine Waffen? Doch. Also, nee, Schusswaffen meine ich. Nein, das ist jetzt kein Kriegsspiel, wie du es aus dem Fernsehen kennst, sondern es ist mehr so ein Ritterspiel. Ich würde sagen, es ist mehr so für Erwachsene. Oh, ist bestimmt lame, wenn man da nicht schießen kann. Ja. Ich würde sagen, am besten probierst du das mal aus. Na gut. Und wenn ich dir helfen kann, sagst du Bescheid, ne? Alles klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Knallhart durchgenommen Demon's Souls mit Schönen guten Edmund Abend. Denzel. Yeah. Es ist wieder verdammt früh heute und wir haben verdammt viel vor. Das ist nämlich gut, dass es früh ist. Wir werden ein bisschen länger machen, glaube ich, ne? Denn das, was wir angekündigt haben, die Farmrunde, die macht sehr viel Sinn, sie jetzt zu machen. Denn wie viele von euch festgestellt haben, hängen wir so ein bisschen in der Luft. Ich würde es nicht planlos nennen, was wir machen. Das ist vielleicht die falsche Wortwahl. Wir sind jetzt nicht gerade gut ausgerüstet für manche Dinge, die wir schon gerne tun würden. Wir haben einfach mal ein bisschen ausprobiert, wo unsere Grenzen sind in dieser Welt und sind jetzt quasi in jeder Welt mehr oder weniger an Stellen gekommen, wo wir mit unserem aktuellen Equipment und Seelenlevel nicht so weit kommen, wie wir es gerne hätten, beziehungsweise immer das Risiko eingehen zu sterben und dann wieder von vorne anfangen zu müssen. Ja, Farm gehört zu Dark Souls und Demon's Souls einfach dazu, allein schon wegen den raren Materialien. Raren Marion. Viele haben in den Comments geschrieben, dass eigentlich die Rüstung nicht unserem Spielstil passt und dass wir auch mal unser Equipment gescheit machen sollen. Ich finde unsere Rüstung aber gut. Ich finde, wir sind davor besser durchgekommen, weil wir brauchen halt den Klingring und nicht, wir müssen es hinkriegen, dass wir die Fast Roll machen, ohne dafür einen Slot für den Ring zu verbrauchen, finde ich. Okay, dann müssen wir eine leichte Rüstung tragen, denn die Endurance, die wir haben, ist garantiert zu wenig, um nur irgendeine halbwegs mittelschwere Rüstung tragen zu können. Da geht nur sowas Stoffmäßiges. So. Können wir auch. Und da wir jetzt eh farmen gehen, ist es eigentlich eh Schnuppe, da wir da nicht viel Damage kriegen. Aber ich würde das gerne einmal mal checken, was wir so überhaupt noch haben. Das war das, was wir... Achso, Deposit. Ich gebe es erstmal alles rein, wir können es ja wieder rausholen. Und dann gucken wir mal, was wir so zur Auswahl haben. Also die Assassins-Geschichte könnte ganz gut sein, auch mit Statusveränderungsgeschichten, ne? Ja, ja, für den Sumpf ist die vielleicht ganz gut. Ja, das meine ich. Wir haben auch gar nicht so die große Auswahl, ne, wie man sieht. Also wir haben echt nicht viele Helme. Assassin's Mask oder was? Ja, ich glaube, alles andere ist schwer. Und die Binded Hood, ist die für Männer oder für Frauen? Ich glaube, die ist nur für Frauen, kann das sein? Ja. Female Only stand da. Okay. So, die Black Leather ist, glaube ich, gut für uns. Die ist halt echt vom Verhältnis 25... Zeig mal die bei Black Leather. Die ist das mit dem guten Anti-Poison da. 62. Ja, die ist auch echt, glaube ich, nach wie vor gut. Wir gucken mal, was noch so da ist. Also sobald hier links die rote Ziffer da, ne, 34, 29, 34, das ist quasi der Rüstungswert. Und ganz rechts ist der das Gewicht. Und da sieht man natürlich, sobald der Rüstungswert gut wird, wird auch das Gewicht richtig katastrophal. Ich würde sagen Black Leather. Ja. So, dann gucken wir mal bei Handschuhen. Was da eine gute Mischung ist. Die Wizard Gloves sehen ganz gut aus. Es gibt ja seltsamerweise auch keine Boni, wenn man ein ganzes Set anzieht. Also es macht gar keinen Sinn, sich komplett in einem Set anzuziehen, außer den optischen, dass es ganz cool aussieht. Es gibt viele Leute, die rennen mit so einer Patchwork-Rüstung rum, haben sich alles zusammengestellt. Das kann man auf jeden Fall machen.
Sieht nur in manchen Fällen dann nicht so gut aus. In anderen Fällen aber umso geiler. Es gibt richtig abgefahrene Rüstungskombinationen. Mhm. Die sehen teilweise auch total grotesk aus. Ganz lustige Sachen. Ich bleibe jetzt mal bei den Black-Sachen. Die gefallen mir irgendwie ganz gut. So. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Ja, ja, ist ja gut. So, ziehen wir auch gleich mal an, weil sonst wird's kalt. Assassin's Mask, Black Leather, Black Gloves, Black Boots. Wie schwer ist das jetzt? Equip 14. Das ist sehr, sehr wenig. Da kannst du den Ring direkt ausziehen. So, und dafür können wir dann noch zum Beispiel den Thief Ring anziehen. Wenn wir jetzt farmen gehen, ist er eigentlich da ganz gut für die Stelle, dass wir nicht dauernd von diesen Teilen angeballert werden. So, und wir farmen jetzt, dann können wir irgendwann auch mal die Gräser, die leichten Gräser wegtauschen gegen bessere Gräser, weil die kosten natürlich auch Kraft, also Item Burden. Die vielen Gräser. Ach stimmt, die. Und ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt mit den Crescent Moongrasses nicht mehr wirklich weit kommen. Und wenn wir genug Geld haben, dann können wir einfach die teureren Gräser kaufen. Aber die schmecken so gut. Nein. So, Coco Farm. Gut. Wir farmen jetzt erstmal Seelen, wohlgemerkt. Keine Materialien. Das machen wir auch noch. Aber jetzt farmen wir erstmal erstmal Seelen. Wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Decks. Das ist wichtig. Und dann gucken wir mal, was wir für Steine brauchen. Ach so, warte, haben wir genug Pfeile? Ja, können wir auch bei dem Typen kaufen. Ja. Oh, Farmrunde. Zum Glück haben wir noch das gute Essen. Hast du die aufgegessen, oder was? Hast du einfach die Pringles aufgegessen? Nee, ich hab sie. Da ist nichts mehr drin. Hier ist auch kein. Wann hast du denn kein Bier mehr aufgemacht? Ich hab sie nicht gegessen. Das lag hier. Wer hat denn jetzt hier alles aufgegessen? Hier sind nicht mal Krümel oder so. Das muss irgendein Krümelmonster gewesen sein, das alles weggesaugt hat. So. Ey. Du Assi! Ich hab den nicht gegessen. Ja, was sagst du jetzt? Wer denn sonst? Keine Ahnung. Dennis? Ich hab sie nicht gegessen. Du bist heimlich hier runter und hast die Pringles aufgegessen. Gib's zu. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Ja, haben wir ein bisschen, ne? Rechter Fuß. Ins Knie. Analog. Ins andere Knie. Nein, in die Hand. Daneben. Und da kommen die Typen. Ja, toll, ey. Ich muss mit rechts zielen. Das ist natürlich immer so ein bisschen undankbar. Sehr gut. Und daneben. Und er ist irritiert. Und. Der beste Farmer der Welt. Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Du bist ein richtiger Farmwild-Pro wahrscheinlich. Mann! Ja, ich muss auch mit rechts dem scheiß Analogstick mit rechts bedienen. Das kann ich halt einfach nicht. Ich kann da nicht präzise mit zielen. Es ist einfach so. Wo sind die Spackos denn jetzt? Da gehen sie wieder. Ein Pfeil noch. Schaffst du? Ein Pfeil. So. Und jetzt? Jetzt Turbo Gonzales, also. Tot oder was? Ja, würde ich sagen. Man kann hier übrigens aber auch noch Pure Blade Stones direkt mitfarmen, wenn man will. Pure? Mhm. Wo kriegst du die denn her? Zeige ich dir. Also, wenn man sie kriegt. Musst du hier runter? Bei dem Dual Katana Typ. Ah, okay. Wenn man eh sagt, man ist bereit zu sterben, kann man den eigentlich immer noch mitnehmen.
Wo ist denn dieser? Hier. Da. Das ist eine, die beste Stelle, um Pure Blade Stones zu farmen. Allerdings very rare drop. Very schwer. Boah. Und jetzt gerade langsam, sehr gut. Schön durchheilen. Nein! Ja gut, aber wir müssen eh sterben, um unsere Seelen zu farmen. Du musst nur dann hingehen und die da wiederholen. Aber jetzt ist der Zirkel geschlossen. Jetzt, weißt du, jetzt liegen die bei ihm, sodass wir immer wieder, nachdem wir... Zu ihm müssen, okay. Ja, und so können wir wenigstens Seelen und Bladestones farmen. Ich finde, das ist eigentlich... Und es macht es auch ein bisschen spannender, wenn man ab und zu mal gegen so einen Null-Katana kämpft. Ja, du hast recht. Was mir noch einfällt, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir mal... Oh, oh, oh. Nicht da runterfallen. Warum wie schieße ich, wenn ich ihn... Wir müssen erstmal kurz reinkommen. Okay, mach ich gleich. Weil, kann er... Oh, Vorsicht! Ei, ups. Ei, ei! Ist alles weg, ne? Es ist ja komplett alles weg. Ja. Die Dinger. Na, die nur die ekligen Oriental-Chips nicht. Ey, wie assig. Das war ein Dieb. Ja, sorry, Christoph Reier. Dein Essen hat sich aufgelöst. Ich fass es nicht, ey. Irgendjemand hat sich an unserer Schatzkiste vergriffen. Na? Ich muss erstmal reinkommen, sorry. Aber nicht schlecht. Nee. Ah. Wir sind richtig gute Farmer. Ja, ne? Vergebt uns diesen Anfang hier, aber wir müssen erstmal reinkommen. Guck mal, vielleicht tauchen die auch gleich wieder auf. Und dann gibt's noch mehr Seelen. Die sind so ein bisschen wie diese Humanity-Viecher aus Dark Souls, ne? Ja, ne? Verballer doch nicht die Falle. Lass mal zoomen. Ja, 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 ich muss jetzt reinkommen. Ja. So, jetzt links runter zum Dual-Katana. Okay, 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 okay. Und den Typ platt machen. Diesmal nichts gedroppt. Verzeihung. Hä? Und die Tür? Was ich sagen wollte, lass uns doch eventuell die Welt schwarz machen hier. Für bessere Drops, oder was? Mhm. Ja, bin ich voll dabei. Was sind die Seelen? Erstmal die Seelen. Du hast schon recht. Scheiße, ich wollte ihn einmal kurz anbitzen. Oh. Hier würde ich nicht gegen ihn gehen. Nee, hier ist echt dumm. Komm her. Django, ha? Mann, ey, was ist eigentlich passiert? Seit du gegen diesen Blinden gekämpft hast, habe ich das Gefühl, er hat einen Skill vernichtet. Ist doch nicht der gleiche Dennis, ey. Sag mal, was ist denn los? Du warst so gut in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Du machst auch plötzlich so unüberlegte Sachen, das kenne ich überhaupt nicht von dir. Aber sorry, ich wusste jetzt echt nicht, dass der mich mit einem Schlag platt macht. Ja, aber das hast du doch bei mir gerade gesehen. Ja, du hast so drei Schläge gekriegt von dem eben. Ja, weil ich mich dreimal geheilt habe. Hm. Beste Farmrunde ever. Da ist noch so ein Stone, ne? Ja, brauchen wir eh nicht. Das ist Cloud Stone. Scheiß auf Cloud Stones. Macht nur das Gepäck voll. Stimmt, Cloud Stones brauchen wir echt nicht. So. Da war die Tür. Hey, weißt du was? Das ist doch eine doofe Waffe gegen den. Nehmen wir das. What?
Bester Eddie ever. Alter Schwede. Wo bin ich denn da gerade gewesen? Du bist kurz nach der Situation gewesen, nach der ich dir sagte, die Tür sei dort. Ich sagte noch, hier ist die Tür. Du rennst so ständig. Alter, auf diesen leuchtenden Schalter und guckst den Pfeilen genau. Meine Fresse, Eddie. Ey, wir sollten einfach einen Cut machen und jetzt hier anfangen. Ja, ne? Weil wir haben de facto noch nichts gekauft oder gekriegt. Und dann weiß keiner von den Leuten da draußen, wie dumm wir sind. Ja, aber es ist halt, ne, wie Snowden. Also die Welt muss halt davon erfahren. Herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen. Meine Fresse. Okay, jetzt haben wir Feuerschwerdi, ne? Dark Moonstone brauchen wir auch nicht. Alter, das war wirklich. Das war schon 10.000 Seelen einfach verschenkt gerade. Er holt die noch da oben. Also wirklich. So viel. Also wirklich. Ja, komm. Jetzt mach keinen Scheiß. Aber das ist gut. Sehr gut. Ey, das ist der Dennis, den ich kenne. Er soll nicht da runterfallen. Alter. Auf einen Meter Distanz switchst du um auf Magic. Ich erklär mir das. Ich lob dich auch noch. Einen Meter Distanz auf Magic um, ey. Hast du viel mehr Augensteine dabei? Weiß ich nicht. Ich glaube, es übersteigt einfach unsere Fähigkeiten, zwei Sachen zu farmen. Entweder Seelen oder Steine. Das Coole ist, wenn man denkt, man kann nicht noch blöder, dann ist Eddie noch mal dran. Ah, werden wir ja jetzt sehen. Sehr gut, und in the back. Oh, oh. Ich will dich jetzt nicht ablenken, aber versuch darauf zu achten, dass er nicht runterfällt. Sonst kriegen wir die Stones nicht. Hängt der fest? Also halb. Gib ihm ein Magic-Ding. Ah! Der hat uns reingelegt. Ja. Oh, der übliche Eddie-Verschätzer. Yay! Wir haben ein Skelett getötet. Demon's Souls Chunk Folge 15 nach 15 Minuten. Sehr Chunk gut. Of Bladestone. Guck mal, hier waren wir auch noch gar nicht. Nee, du kannst hier auch links weiter. Da rechts, da waren wir noch gar nicht. Geh da mal hoch. Was ist denn da? Da wartet in schwarzer Welttendenz ein Prime Evil Demon. Kann sein, dass hier noch ein Item liegt. Oh! Ja. Oh, shit, Lizzie. Ist weg. Lizzie ist weg. Dann kriegen wir auch die 10 Seelen. Fuck. Ja. Das kenne ich gar nicht hier. Hier ist auch sonst nicht viel. Und hier geht's wieder zum Anfang. Wenn du jetzt hier runterdüdelst, dann haben wir den Kreis geschlossen. White Bow. Der ist doch gar nicht schlecht, glaube ich. Das
sterben, ne? Ja, ich gucke, ob ich irgendwie mehr Augensteine habe. Ja, ich glaube, die haben wir alle. Die haben wir alle bei Stockpile. Guck mal kurz auf Tendenz von der Welt, was, wie sie aussieht, nur so, mal zum Checken. Tendenz. Ich glaube, da lohnt es sich fast dafür, jetzt am Anfang einmal kurz in Nexus, holen wir uns 5 Ephemer-Augensteine und dann legen wir die Runde richtig los hier. Und wir haben immer einen Chunk of Bladestone gekriegt. Also selbst wenn die keinen Pure, cool, ja, kein Pure droppen, dann droppen die zumindest immerhin die Chunks, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Ich habe halt nur Angst. Na egal. Du musst doch keine Angst haben. Ja, wenn wir werden nachher noch unsere Seelen verlieren bei diesem Steinefarmen gleich. Nein. Dex! Hallo again, I'm keeping. Danke. Hä, wo sind die denn? Up. Da oben. Stone Ephemeral Eyes. 25. Ja, gut, ne? Schön. Ja, die sind auch schwer. Wir brauchen nur 5, glaube ich, oder 6. Okay, safety first. You have a heart. So schwer sind die auch gar nicht. Ich bin gespannt bei Dark Souls 2. Ich finde das so cool, wie hier. Eigentlich gehört ja Demon's Souls und Dark Souls nicht zusammen. Wir wissen alle, dass sie irgendwie verwandt sind. Das ist irgendwie der Stiefcousin oder sowas. Und. Man sieht immer so die Gene manchmal. Der Typ, der da vorne sitzt, immer mit seiner blauen Aura, ist ja im Grunde das Pendant zu dem Typen, der im Feierlingsschwein sitzt, mit blau und der so melancholisch ist. Und diese ganzen Dinge, ganz viele kleine Sachen, die eigentlich eins zu eins gleich sind, nur in grün. Zum Beispiel Patches, der nicht Patches heißt, aber trotzdem im Spiel ist, auch die gleiche Stimme hat, den gleichen Trick vollführt. Ja, es sind so ein paar kleine Insider-Informationen im Prinzip. Das gefällt mir auch gut. Was ist denn noch? Blighttown ist ja auch ähnlich zu dem Sumpf, der auch Geschwisterlevels. Ups. So, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob wir. Ach nee, ist ja auch noch gar nicht schwarz. Wie wenig Schaden der kriegt. Mann, Mann, Mann. Schön. Schön, schön. Und ein Stein. Schade. Schade. Soll ich den Lizard versuchen? Ja, ja, ja. Lizard, Lizard, Lizard. Drück ihn links an die Wand. Speedy, speed. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Besser geht's nicht. Jetzt kann er nicht mehr weg. Ah. Oh, 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 oh. Das gibt's doch nicht. Alter, das ist scheiße. Schnell abgehauen. Ja, der haut auch einfach nicht auf den Boden. Und das ist hier schräg und das ist scheiße. Andersrum, ne? Du läufst jetzt. Das ist korrekt. Mann, ey. Das ist doch scheiße. Noch einen höher? Ja, mal gucken. Shit, schon zwei Lizards verballert, ey. Da waren bestimmt 1000 Charts auf Bladestone. Ja, ne? Super pure Bladestones. Geronimo! So, und jetzt wird die Welt ein bisschen dunkler. Das ist das mit den Ephemer-Augensteinen. Das haben wir noch nie erklärt, aber wir haben schon einigermaßen angesprochen, dass es weiße Welttendenz, schwarze gibt. Weiße Welttendenz, haben wir schon gemerkt, gibt es, wenn wir einen Boss töten. Oder
wenn wir einen PvP-Kampf gewinnen. Letzteres fällt fast weg, da das Spiel nicht mehr so aktuell ist, als dass viele Leute online spielen. Wir hatten, wie gesagt, ja auch noch nie einen PvP-Kampf, obwohl wir online sind. Schwarz kriegt man, indem man stirbt, wenn man lebendig ist. Wo sind denn unsere Seelen? Du bist wahrscheinlich zu schnell runtergesprungen, die sind noch an der Klippe. An welcher Klippe? Auf der anderen, du musst jetzt einmal durchlaufen. Da beim Blizzard sind die. Echt? Hm. Wieso das denn? Weißt du doch, der legt die Seelen immer 10 Sekunden vor deinen Tod, damit die Seelen nicht unten liegen. Das wusste ich nicht. 10 Sekunden? Ja, das ist jetzt von mir geschätzt. Und genau, wir versuchen jetzt extra lebendig zu sterben. Dazu nimmt Eddie immer so einen Ephemer-Augenstein, weil der macht uns lebendig. Und dadurch kriegen wir die Welttendenz immer so ein bisschen gegen schwarz. Wenn wir das so 3, 4, 5, 6 Mal gemacht haben, sehen wir gleich auf dem Bildschirm, dass die Welt tatsächlich dunkel ist. World is a dark place. Und dann gibt's für uns mehr Seelen. Und wir werden auch gleich den ersten Prime Evil Demon dann kennenlernen. Hatten wir noch gar nicht gehabt. Die sind nicht spektakulär, aber die sind ganz cool. Sind also super easy, machen eigentlich gar nichts. Aber man sieht sie halt nur selten. Ich glaube, es gibt nur 5 insgesamt. Schöne. Ich bin ja voll mit Energie. Was mache ich denn? Ja, jetzt nicht mehr. Hui! Mann, heil dich, du Affe! Schön. Immer schön bewegen. Jetzt kriegst du gleich noch so einen Stachel ab. Shard of Bladestone. Okay, ich glaube, das letzte Lizard, Versuch. Lizard, Lizard. So wie eben. Das war schon gut, das war nur Pech. Er ist schon weg. Ach, shit. Achso, das kann auch mit der World-Tendenz zu tun haben. Irgendwie das. Je nach World-Tendenz weniger Respawns von. Du weißt, was ich meine. Tatsächlich, hier sind sie. Schon 24.000 Seelen. Also macht es im Grunde jetzt gar nicht so den Sinn, da runter zu springen und zu sterben. Höchstens, wenn wir jetzt hier nochmal 5 Sekunden warten. Du meinst lieber ins Nexus rennen oder was? Nee, ich meine, also dann kannst du auch gleich aufs Skelett runterspringen. Du brauchst den Weg gar nicht hoch. Ja, das bedeutet aber, dass wir dann auch wirklich immer das Skelett schaffen müssen. Ja, das stimmt. Und wenn dann da 25.000 Seelen oder 30.000 liegen, naja. Ich würde eh sagen, wir geben die auch einfach regelmäßig aus. Ich finde es ganz spannend eigentlich. Ja, aber dann ist am Ende 1,5 Stunden Arbeit für den Arsch, weil wir irgendwie mit 70.000 Seelen gestorben sind. Das ist doch auch scheiße. Okay, sag mal, hast du eigentlich ein Handy irgendwie, wo man mal deine Farmzeit stoppen kann? Nee. Ja, aber habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, ich meine, könnte man ja nebenbei. Ja, ich kann ja hier, sehe ja die Zeit. Ja, es geht um Sekunden, Mann. Ach so. Um Hundertstel am Ende. Willst du Laps machen oder was? Ja, genau. Und Ephemer-Augenstein dürfen wir gleich nicht vergessen. Oh, voll die Schelle. Ich war einfach cool stehen geblieben, hast du gesehen? Ja. Das war mir egal. Du hättest jetzt auch einfach den Ephemer auf. Okay. Der heilt dich auch. Stimmt. Da hat jemand recht. But nobody sein. Knows who. And I just need an Ephemer Augenstein. Ich zieh mir ihn nochmal rein. Dann geht die World Tendenz am Arsch.
So, 30.000 Seelen. Nächster Run. Oh, sehr gut. Schöner Einstieg. Er liegt da im richtigen Moment. Sehr gut. Gegner gestaggert. Eddie zieht's durch. Stamina bis zum Ende. Oh. Sehr gut. Zwei. Schade, zwei. Oh, ihr Affen, ey. Mit eurem Dreck. Ich dachte, mit einem Thief Ring ist man sicher. So kann man sicher. Es gibt ja keinen Crystal Lizard. Sie sind jetzt alle weg von hier. Ich will immer jumpen, aber es geht ja einfach nicht. Nee, ne? Die Word Tendency. Da sieht man's. Es wird langsam immer dunkler. Rechts der Shrine of Storms. Ich bin echt bescheuert irgendwie, dass das so... Naja, das hätte man wirklich ein bisschen deutlicher machen können. Ja, aber dann wäre es wahrscheinlich... Ich weiß voll, was du meinst, dass man das nicht rafft. Aber hätte man es anders gemacht, wäre es wahrscheinlich so wie bei jedem anderen Spiel irgendwie. Und so ist es endlich mal was anderes. Ja, ja, naja. Also es wäre ja trotzdem noch genug ganz schön anders als bei anderen Spielen. Einfach nur, dass man es ein bisschen deutlicher erkennt. Ich gucke da immer drauf und ich kann einfach nicht sagen, was es eigentlich ist. Guck mal, jetzt sieht man ja kaum Unterschied. Ja, aber ich finde es ganz cool, dass wenn du spielst und du weißt nicht was und du merkst, hä, wieso, was sind diese Farben? Was soll das? Was sind diese Farben? Warum wird das dunkler? Und man kann es sich nicht erklären. Und am Ende wissen es doch alle. Ja, man muss aber erst ein bisschen grübeln. Aber du wirst wahrscheinlich tatsächlich, du willst einfach nur, dass da drunter steht, complete black. Dass man genau weiß, man, ne? Dass ja man ein bisschen subtiler machen, einfach dass man es einfach weiß. Ich weiß es jetzt einfach nicht, welche Tendenz es ist. Und ich würde es gern wissen. Wie viel mehr? Wie viel weniger? Nee. Wir können uns auch bei dieser Farm-Session gerne abwechseln, ohne dass einer stirbt. Weil, ich meine, wenn man es halt erstmal drauf hat, dann ist es ja auch doof, wenn ich jetzt die anderthalb Stunden die ganze Arbeit habe. Ja, wir können ja den Contest draus machen, wer am schnellsten die Runde macht, ne? Ui, der war nice, Alter. Das war schon mal... Jetzt hast du es, ha? Huh? So macht man den. Chunk! Der Typ aus Goonies. Ist auch Chunk. Weißt du noch? Was? Aus Goonies, der Dicke. Ist der so? Was? Chunk, ja. And then, when I was 12, I used my brother and I muss ihm die Hand in den Mixer. Egal. Muss man dabei gewesen sein. Der Dicke heißt der Chunk, ja? Chunk, ja. Wer ist das nochmal hier? Schwabbel, Attacke, wie? Ja, ich weiß, was du meinst. Genau der. Ich habe mal ein Bild gesehen von dem, wie der jetzt aussieht. Und der sieht, naja, nicht voll attraktiv, aber der sieht halt echt normal aus. Ja? Ja. Ist der auch schwul und spritzt sich Crack in irgendwelchen Crack-Houses, so wie Willy Tanner. Willy Tanner, das hab ich auch mal gelesen, ja. Hätte man auch nicht gedacht. Ausgerechnet Willy Tanner, der spießigste Tanner. Fernsehbürger. Ja. Weißt du, die Flügel da so im Hintergrund könnten sich so langsam senken, zum Beispiel. Ist es jetzt schon pure Black? Nee. Dann ist wirklich komplett das Licht raus. Kannst du jetzt schon den Stein nehmen? Ja, mach ich lieber, wenn ich mich heilen muss. Genau, sparen wir ein Heil. Da renne ich bei die offene Türen ein, ne? Wenn es ums Sparen geht. Zwei Heil zum Preis von einem. Aber ich war am Wochenende bei Max Bar. Schmeißen sie ja alles raus. Ein Kumpel von dir, oder was? Ja. Alles für die Max. Hälfte oder noch günstiger. Voll krass, nur ist der Laden natürlich schon komplett. Die verkaufen sogar ihre Regale.
Du kannst den Laden komplett auseinandernehmen. Willst du die Säule haben, verkaufen sie dir. Und das wenn ist doch so ein Baumarkt quasi, ne? So genau, wie Obi oder ja. Praktika oder so. Was hast du gekauft? Ich hab so komische Dinger, die du oben in die Ecke zwischen Wand und Decke tust, weißt du? Wie nennt man die nochmal? Dinger, die du zwischen Wand und Decke tust? Lampen? Die sehen so aus Schaumstoff und die machen hier einen cooleren Übergang. Das ist so nicht eine Ecke, sondern so ein Ornament. Heißen die Ornament? Steh auf, du Lump, komm her! Sehr gut. Mir ist gerade der Name entfallen. Soul Remains. Also sagt, ich musste mich gerade auf den Kampf konzentrieren. Es ist auch nichts Spannendes, weil der Laden ist einfach komplett ausverkauft. So, ich war viel zu spät da. Aber was hast du gekauft? Da sind Sachen, die man zwischen Wand und Decke hängt. Stuck heißt das Stuck? Nee, auch Stuck. Nicht. Nee, Stuck heißt. Das ist meistens schon da. Guck mal, das ist die Decke und das ist die Wand. Ja. Ja, und das, also so. Und dazwischen tust du so Schaumstoff, dass das so leicht rund, da gibt es so Muster. Aha. Wie heißt denn das nochmal? Balustrade? Nee. Ja, da sprechen die Handwerker. Komisches, ja. Eins, zwei. Das hat Nils doch jetzt um seinen Beamer. Ach, diese Dings, Dinger. Die Dinger. Also nicht Styropor, aber so. Ja, doch, aus Styropor sind die aber schon. So, 50.000 Seelen, da kann man auch mal einkaufen gehen jetzt. Ja? Ja, sicher. Wenn ich sehe, wie du den Dual-Katana-Typ machst, dann lass dich nicht mit 50.000 Seelen rumlaufen. Checken mal die Tendency. Immer noch nicht ganz dunkel. Ich kann nicht mal einen Nuance-Unterschied erkennen. Okay, kurz nach Hause, zwei Level holen. Das ist übrigens, das habe ich anfangs nicht gerafft und viele raffen das vielleicht draußen auch nicht. In den Guides steht immer drin, dass man sich im Nexus töten soll. Und als ich Demon's Soul das erste Mal gespielt habe, stand da, unbedingt, mach das, töte dich im Nexus. Ich habe nicht gerafft, warum, weil einfach keiner auf die Idee kam, einfach mal jemandem zu erklären, warum man das machen soll. Und es wird einfach nur immer wieder empfohlen, weil man damit die Welttendenz nicht verändert. Dann ist man nämlich im Nexus und nicht in der Welt. Und die Tatsache, dass man von lebend auf tot diese Tendenz verändert, wie wir das gerade erklärt haben, die kommt dann nicht zum Tragen. Drei Level sogar, krass. Können wir nicht sogar noch ein? Einer geht noch. Endurance brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Ne, wir sind ja komplett Fast Roll. Vitality wäre ganz gut, ja. Yay, jetzt wollen wir mal stoppen oder so. Okay, beste Zeit. Beste Zeit. Complete Run wieder zur Treppe, ja? Warte, warte, das zählt erst, wenn ich Go gebe. Das ist die scheiß Stoppuhr. Bis zu dem Moment, wo man aufsetzt nach dem Sprung. Okay? Okay, warte. Warte, warte. Ich finde meine dumme. Ah, da. Stoppuhr. Okay. Okay. Ready? Von hier aus, oder was? Ja. Okay. Oder von wo? Ja, okay. Vom Nexusstein. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Go. Go. Darf keine Fehler. Also brauchen muss natürlich auch Ephemer Augenstein, so es muss alles perfekt sein, ne? Das stimmt, Ephemer Augenstein. Bis zum Tod, sage ich mal, ist der Run, okay? Bis man stirbt. Ne, bis man aufsetzt, weil das Sterben, da müssen wir erwarten, dass die Seelen an der richtigen Stelle sind. Zeit, ey. Jetzt wird's spannend. Ja, wenn er will, dann kann er.
Shard of Bladestone. Okay, bis zum Aufsetzen da gleich, ne? Mhm. Oh, 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 oh! Oh! Was ist denn das, Alter? Ich mach auf Stopp. Du warst gut in der Zeit. Dann sind wir doch schon in Pure Black. Ja, sieht man ja auch oben rechts an dem Symbol. Ja? Ja, an dem Auge da. Das ist Pure Black. So, und jetzt ist relativ klar. Jetzt oder? Ist es klar, ja. Pure Black! Black! Oh! Das hab ich noch nie gesehen, die Viecher. Magic? Hauen die krass rein oder so? Hau den mal. Der sieht eigentlich total süß aus. Frisst dich sofort mit einem Biss. Hä? Das ist ja mega easy. Ja, das müsste jetzt die Seele geben, mit dem man die Bosswaffen upgraden kann. Ja, Colorless Demon Soul. Damit kann man Bosswaffen upgraden, ne? Ich glaube auch, ne? Ich wüsste nicht, was man sonst damit machen soll. Ja, das war er. Einer von fünf. Das war ja ein bisschen Baby. Ja, finde ich auch. Irgendwie... Oh, jetzt müsste auch der Typ da stehen. In der... in 4-1. Oh ja, stimmt. Wollen wir da kurz da hin? Da kriegst du nämlich das Makoto oder Makato. Achso, nee, das müssen wir ja holen. Er will das von uns haben. Und wir geben es ihm nicht und töten ihn dann. Aber wir können jetzt zu ihm hingehen und ihn so töten. Okay. Keine Ahnung. Aber ich springe jetzt erstmal runter, oder? Ja, braucht man ja jetzt nicht. Jetzt bist du ja Pure Black. Ja, aber zum Farmen? Oder soll ich jetzt jedes Mal wieder zurückrennen? Na gut, Energiebereich ist schon nett. Hm? Ja, aber also... Plus Invasion und so. Also, wir wollen ja richtig sehen machen. Ich werde jetzt runterspringen. Geh mal kurz zum Typen. Ich will mal sehen, was mit dem ist. Mit 4-1. Pure Black. Hatte ich noch nie. Habe ich nie gemacht. Diese World Tendency-Geschichten. Hab ich nie interessiert. Ist halt einfach so schwierig. Ich guck mal, was man da noch so jetzt hat. Jetzt sind die Drop Rates besser, ne? Genau. Du müsstest dann eine Liste finden mit allen World Events. Und dann durchgehen. Was steht da zu den Primeval Demons? They look like a giant lump of flesh with a tiny mouth. They're completely harmless and easily killed. There are exactly 5 of them in each game cycle. They will only spawn when the world tendency for a particular level is almost pure black. Almost pure black? Nee, der ist nicht da. Wahrscheinlich brauchst du echt dieses Makoto-Ding, ne? Normalerweise steht er hier rechts neben dem Skelett, ne? Gibt's hier Events? In 4-1. Nicht, dass ich wüsste. Aber wie war das, wenn wir jetzt das Spiel ausmachen und wieder neu laden? Dass die World Tendency wieder resettet, wenn du online zockst. Genau. Und zwar auf den Durchschnitt der gesamten Spieler, ne? Hm. Das kann man vermeiden, wenn man offline spielt. Die World Tendency, bla, Soul Form, CT White, Character Tendency, achso. Nee, das ist es nicht. Okay, wir sind im Shrine of Storms. Achso, wir müssen es noch ein Stück dunkler, glaube ich, machen. Black Phantom Master Satsuki appears. Das haben wir noch nicht. Warte mal, ist dann leider. Ach nee. Black Master Satsuki. Okay, wir sind noch nicht ganz Pure Black. Echt nicht? Nee. Alter, wie black soll denn das hier noch...
Vielleicht, weil du wieder im Nexus warst oder so? Hm. Also der Prime Evil erscheint bei 75% Blackness. Okay. Und der Black Phantom Master Satsuki erscheint bei 90% Blackness. Blackness. Übrigens, in jedem der 5 Level oder Stages, so wie man es auch nennt, erscheint ein Black Phantom Master, wenn man die World Tennis hier auf 90 Black hat. Den in Vinland, Rydell, Riddle, Satsuki, Riddle, Riddle, Rummelrum. Ich dachte, ich hätte ihn schon. Ach so, der hat noch diesen fucking Millimeter hier, was soll das? Soul Remains, ja super, danke. Droppen ja viel geilere Sachen auf. Ja, das kannst du machen, ruhig. Warst du wenigstens lebendig? Ja. Ja, ne? Ist ja gar nicht so doof. Sag mal, World Tendency meine ich. Hä? Ich raff jetzt überhaupt gar nichts mehr. Vielleicht, wenn man den Prime Evil Demon gekillt hat, wird die World Tendency resettet. Resettet? Oder wieder auf wahrscheinlich neutral. Wird sie wieder ein bisschen besser. Das kann sein, das ist eine gute Erklärung. So. Ja, stimmt. Der Prime Evil Demon macht bestimmt ein bisschen heller wieder. Jetzt haben wir ihn raus, ne? Ja. Dass man den Respekt verliert vor dem Typ. Zu lange gewartet. Achtet mal oben rechts auf, wo Shrine of Storms. Storms? Shrine of Storms steht und da das Auge, das wird dann auch komplett dunkel, wenn ja, man, ne? In Pure Black ist. Das war eben Blacker. Black und Decker. Ja. Ich wüsste gerne mal, wer unser Essen hier. Ich hab so Bock, ein bisschen was zu knabbern. Ich habe noch nichts gegessen heute. Jeden. Ich meine, also würdest du das machen? Da ist ein Haufen Essen in einem Karton, wo ein Name draufsteht. Ja, vor allen Dingen, ich würde vielleicht mal naschen. Ja. Aber alles komplett leer machen ist schon... Das ist schon krass. Da muss man schon... Das ist... Wir haben ja auch keine Tiere oder so, die das mampfen. Die Pringles-Dose war auch richtig schön wieder verschlossen. War ja nicht mal mehr, da waren ja, keine Ahnung, da waren jetzt 2-3 Liter Bier drin. Da hat er einen Geheimgang entdeckt. Ja, krass. Das wäre cool, wenn da so... Du. Ne? Das wäre doch lustig, oder? Nee? Mhm.
Weißt du, aus Super Mario Bros. Der Jingle. Ja, du meinst Super Mario Bros. 2. Ja, Super Mario Bros. Keine Ahnung. Das macht falsch. Da haut er ihn an die Wand, da kommt er nicht mehr raus. Oh, da kommt er doch Alter, raus. Wieder Fackel! Warum rollst du nicht? Weil ich gerade gestaggert war. Kannst immer rollen. Nee. Ah, oh, dieser scheiß Skelettpanzer. Das Mann. Doofe ist, wir haben keine Ephemer-Augensteine mehr. Das hat jetzt nicht gereicht durch den Prime Evil. Und wir sind erst auf 90% oder so. 40.000 Seelen, ich wusste es doch. Wir haben jetzt auch schon einige Steine und könnten dann auch ein paar Upgrades schon machen für unser Kilji. Übrigens. Wollte ich das nochmal sagen? Hallo, I'm Kip. Haben wir kein Geld. Das stimmt. Du depositest. Ah, okay. Mit Absicht. You have a heart of gold. Was wollte ich? Achso, Ephemer auch. Genau. Ah, ich depp. Hallo, I'm Kip. Man kann hier im Nexus aber auch seine Character Tendency sehr gut runterballern, indem man die NPCs killt, die man nicht braucht. Mhm. You have a heart of gold. Aber da sieht man mal, wie viele man von diesen Steinen braucht, wenn man gezielt in jedem Level die Tendency Events haben will. Dann, weil man findet die ja dann irgendwie immer an irgendwelchen Stellen, wo man sich denkt so, was, das ist alles, was ich jetzt krieg, so ein Ephemer-Augenstein. Aber das ist halt wichtig, um die World Tendencies zu droppen. Man kann natürlich drüber streiten, wie viel bringt es, wenn man dann wirklich nur so eine Colorless Demon Soul kriegt und eh nicht mit irgendeiner Bosswaffe spielt. Aber wenn du eine Bosswaffe spielst, beziehungsweise wenn du auch die Achievements für die höchste Stufe der Bosswaffen haben willst, kommt man quasi um die Ephemer-Augensteine kaum rum. Erst recht, wenn es kaum noch PvP gibt. Genau, und es gibt ja noch mehr als diese Primeval Demons. Und es gibt ja Black Tendency Events, zum Beispiel dieser Riddial, den du gerade erwähnt hast. Ich glaube, in Weiß kannst du mit ihm reden, in Schwarz kannst du mit ihm kämpfen. Und kriegst dann seine Waffe am Ende, die ganz geil ist, glaube ich, für Priests, wenn ich mich richtig erinnere. Da war irgend so ein Stab, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, 6.900 Seelen. Vorher hatten wir, was war das, 4,5? Irgendwie so, ups. Genau, dann kommen wir ja doch. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwas. War das deine Seele? Nee, meine liegen unten, glaube ich. Hoffe ich, ja. Sehr gut. Hol sie dir. Und gleich in den Rücken nehmen, Junge. Ups, falsche Taste. Jetzt, sehr gut. Oh, Mann. Einmal noch. Ja, doch, sehr gut. Schade, aber gleich zwei. Das ist doch gut. Immer noch kein Pure, ne? 5,5 für das Skelett. Wie geil das war, als wir eben bei dem, als wir hier rennen wollten. Ja, ne? Jetzt auf einmal. So ein riesen Fisch. Und das war so eine gute Zeit. Das war echt eine gute Zeit. Gib mal her, dann stoppe ich dich. Ja, das sorgt dann nur dafür, dass man Mist baut. Ja, aber komm, sonst ist es ein bisschen langweilig. Nehmen wir jetzt erstmal eine Waffe upgrade. Die Rüstung wäre auch ganz cool. Die ist schön leicht. Echt? Mhm. Bist du sicher? Ja. Ist nicht voll schwer? Nee, die ist Wann kommt man nochmal zu dem? Eigentlich erst am Ende. Wir müssen die Quest von Ostrava beenden. Dazu müssen wir den Penetrator umhauen, glaube ich. Dem geht's nicht, ne? Achso, Sharp sind sehr gut. Die kann man kaufen.
Chunks of Sharpstone. Ich weiß nicht, wo man die kriegt. Hm. Haben wir das Killage überhaupt dabei? Oder was wolltest du jetzt nochmal upgraden? Killage, ne? Ja. Ja, Sharp Killage ist dabei. Also, auf zu dem Bruder von dem Schmied. 50.000 Seelen im Pack. Super Black. Oh, weißt du, was geil ist? Seit dem 1. Februar, und heute haben wir den 3. oder so, hat bei mir um die Ecke Domino aufgemacht. Domino's Pizza, ja, kennst du, ne? Ja, ich schon erzählt, dass du so Fan davon bist. Also nee, ich bin eigentlich nicht Fan, so gut finde ich die nicht. Hab ich noch nie gegessen. Die sind irgendwie Weltmarktführer, beziehungsweise ich glaube, in den USA haben die meisten Filialen und somit umgerechnet auch der Welt. Und das Coole ist halt, dass sie die erste Woche, wenn du die Pizza selber abholst, die zur Hälfte raushauen. Und das ist so gut. Kriegst du richtig geile Pizza oder zwei für jeweils 5 Euro oder weniger. Guck mal, letzte Stufe brauchen wir einen Pure Bladestone. Ja, das braucht man immer, oder? Ja, ja, aber ich sag, wir sind jetzt quasi so weit, wie wir kommen, was die Bladestones angeht. Wie, wir brauchen jetzt schon Pure? Ja, der geht nur maximal bis plus 5. Wir sind jetzt plus 4. Oh shit. Krass, ne? Shards of Dragonstone fehlen uns hier. Und Shards of Sharpstone. Und das Mercury-Ding, kriegen wir das wenigstens auch nicht. Dann fehlen uns Chunks. Ja. Guck mal, Colorless Demon Souls brauchen wir jetzt. Ein White Bow. Soll ich den upgraden? Ne, lieber nicht. Ich würde mal empfehlen, lass uns erstmal jetzt nichts planlos upgraden. Das war in der Vergangenheit nicht so smart. Aber wir können ihn mal ausprobieren, wie der Schaden macht im Vergleich zum Lava-Bow. Mhm. Aber erst machst du deinen Time-Run. Scheiße, jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt, jetzt ist es weg. Gerade kurz mal Skill-G anprobieren. Ich glaube, das ist jetzt gegen die Skelette nicht so gut. 197. Skaten 71. Aber es wird jetzt halt jedes Mal, wenn wir jetzt Decks aufbauen, jetzt machen wir zum Beispiel plus 71, ja. Decks. Jetzt haben wir noch Kohle, um uns nochmal zwei Dexies zu holen hier. Oder drei sogar. Zack, zack, zack. Und nochmal. Zack. Also. Also was habe ich gesagt? Wie viel waren es eben? 79? 73? Ich habe schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Unglaublich. Jedenfalls irgendwas im 70er Bereich. Und wenn wir jetzt gucken, ist schon im 80er Bereich. Okay. Plus 83. Mucho math. Also, ab mit dir zum Shrine of Storms. Ja? Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen jetzt... Wir will so, nicht Shrine of Storms, 2-1. Hier, Sharpstones für das Katana. Kriegt man auch bei den Scale Miners. Also 2-2 ist echt so ein mega Farm-Spot für eigentlich fast alles. So, Eddie, pass auf. Sag Bescheid und drück ich. Warte, warte. Ach so. Auf die Plätze. Nee, ja, okay. Ich wollte eigentlich den Bogen. Ja. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Farm. Farm. So. Und er zielt. Und da sitzt er. Ihm genau in den Schritt. Der Reaper-Schritt ist seine verwundbarste Stelle. Inklusive Ephemer gelöst? Ne, ja, brauchen wir nicht. Keine Ahnung. Wie viel mehr brauchen wir nicht mehr, oder? Shit, jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob die Waffe gescheit ist gegen den. Egal. Ja, wir sehen. Okay, der Kampf. Und der muss sitzen.
Oh, und der sitzt nicht. Oh, und es macht gar keinen Schaden bei dem. Ah, wie lange er braucht, um Platz zu machen. Sehr gut. Das ist eine schlechte Zeit, weil ich ja jetzt schon. Und noch hochlaufen, nachdem du aufgehoben hast. Und so rüberspringen. Und noch wenigstens runtergeworfen. Sehr gut. Das gibt eine Bonus-Hundertstelsekunde. Lauf, 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 lauf. Und zack, 1,37,8. Ah. Sehr gut, das kannst du aber toppen, oder? Jetzt hast du ja doch irgendwie mehr benutzt. Nee, das war, ich war noch lebendig vom letzten Mal. Ach so. So, willst du die Waffe wechseln? Ja, gegen den Skelett ist die nicht so. Wobei die gar nicht schlecht war, aber die sind. Die ist schnell, ne? Ja, die sind immun gegen Dings. Weil du kriegst ja auch die Stones von denen gegen. Das ist genau das, wogegen sie stark sind. Deshalb macht das in dem Fall. Naja, du brauchst eine Blunt Weapon am besten, aber haben wir nicht. Deswegen das Feuerding, würde ich auch sagen. Warte. Achso. 1,37,8. Ja, ich muss aber die Seelen noch einsammeln. Warte, ich hol die kurz. Wieso, das gehört dazu? Hä, die sind noch hier. Ach nee, sind sie doch nicht. Sind sie wieder. Haben oben? Wir wieder drüben vergessen. Ah, okay. Bin okay. Zu schnell. Nee, warte, Zeit, 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 du musst hinten loslaufen. Hier. Achso, ja, du bist ja richtig. Stimmt, sorry. Warte mal kurz. Ist ready? Okay, auf die Plätze. Fertig. Wie viel war eben meine Zeit? 1,37. Okay. 8. Auf die Plätze. Fertig. Fahr! Dun, dun, dun. 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 Ja, yeah, sehr gut, da sitzt er. Da wartet eine Sekunde. Boah, ist ein bisschen verunsichert, läuft da rum. Ungefähr gleich auf mit der letzten Zeit. Und durch. So, Kampf beginnt. Ah. Oh, falsche Taste. Fuck! Meine dumme Effi Meeraugenstein noch ausgewählt. Naja, besser als hättest du ein grünes Grasgetränk gefressen, Alter. Ja, das wär, ja. Eigentlich war es gar nicht so doof. Ja, mal gucken, ob wir jetzt vielleicht. Soll ich? Ja. Gucken, wenn wir jetzt schon schwarz sind, nicht, dass wir noch mehr verschwenden von den Ephemers. Guck mal, super schwarz. Ist das schon das Schwarzeste? Ja, ne? Ja. Oder? Ja, ich glaube schon. Weiß ich nicht. Wo ist dann jetzt der. Dein Auge rechts oben? Ja. Ist das schwarz? Dann müsste jetzt aber der Typ doch bei. Okay, dann probieren wir es mal. Dann müsste er ja da stehen jetzt. Soll ich da mal kurz hingehen? Na gut. Und machen wir den dann platt? Was anderes wollen wir mit dem ja nicht, ne? Wir können ihm höchstens das Schwert geben, aber das wollen wir nicht. Und wenn wir ihm das Schwert nicht geben, müssen wir sowieso mit ihm kämpfen. Wir haben das Schwert ja auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo es es gibt. Weißt du was? Ich gehe noch einmal zurück. Ich weiß, wo es das gibt. Ich weiß aber nicht, ob es das nur bei Pure White gibt. Wenn es das bei Pure Black gibt, dann haben wir es jetzt. Das liegt ja direkt da unten beim Reaper. Das ist das? Ja. Auf dem Stein da oben? Ja. Jetzt mach doch keinen Quatsch. Ah, ich müsste den Dings ausziehen. Die bringen auch nochmal 1500. Ja, das Preis. Leistungsverhältnis stimmt nicht. Ja, das stimmt, aber das versuche ich noch hinzuziehen. Normalerweise müsste ja echt nur.
Einmal drauf schießen und diesen weg. Wenn wir den Seal String aus haben, dann bleibt der kurz stehen. Pfeil drauf, dann kostet das eine halbe Sekunde. Wahrscheinlich gibt es das nur bei Pure White. Wahrscheinlich, ne? Da oben ist es immer noch shitty. Ist hier jetzt jemand bei Black auch nicht? Ich glaube, wir sind aber noch nicht Pure Black. Wir sind so almost Pure Black. Ach, ja, okay, das können wir ja prüfen, wenn wir bei dem Typen sind, ne? Machen wir gleich. Hä? Bei dem Typen, der das Schwert haben will. Ja, wenn er da ist, dann sind wir Pure Black. Genau, das prüfen wir gleich. Ich kann es nicht fassen, dass irgendjemand unser Essen hier weggemampft hat. Du hast das falsche Gras equipped. Jetzt hast du es richtig los, gleich tot. Da ist der Backstep, den wolltest du. Ja, 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 du blöde Kuh. Darum mag ich alles, was ein Backstep ist. Und toll singen kann ich auch. Yeah! That's Galadon. Shard of Blades, du. Ah. Das ist aber Shard. Hallo, Kamera? Ich habe versucht, ich wollte gerne mein Xenoblade Chronicles weiterspielen. Oh, ich dachte gerade, wir werden invaded. Für eine Sekunde habe ich gedacht. Dachte ich auch. Ich wollte mein Xenoblade Chronicles auf der Wii U weiterspielen. Jetzt muss ich aber erst meine Save Games von der Wii transferieren auf die Wii U und es ist crazy kompliziert. Ja, echt? Und ich brauche erstmal eine SD-Karte dafür, die ich schon mal nicht habe und dann musst du eine Software im Wii Store runterladen und im Wii U Store und dann musst du es erst auf der Wii laden und dann auf der Wii U und dann musst du da hin und her switchen. Das ist ultra kompliziert und scheiße. Wie war denn das bei dem Monster Hunter Ding? Konntest du da nicht auch von Wii U auf Nintendo DS mit dem? Ja, da gibt es auch ein Tool für. War das auch so kompliziert? Naja, es ging ein bisschen leichter, aber im Prinzip war es schon das Gleiche. Also das Prinzip war das Gleiche, aber da gab es halt extra für Monster Hunter, da brauchtest du, glaube ich, keine extra SD-Karte noch für. Aber, ja, ist halt nervig. Immer ephemer. Nee, wir checken jetzt einmal kurz ab, ob der Typ da ist. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, ist auf jeden Fall nervig, dass ich nicht einfach einen USB-Stick reinchecken kann und sagen kann, Safe Game drauf und dann den USB-Stick in die Wii. Und ja, ne? Dass es da eine Option gibt. Das ist echt... Wieso? Hast du das nicht schon durchgespielt? Nee. Willst du es jetzt noch? Du kannst dich doch gar nicht mehr dran erinnern, was du alles vorhattest. Ja, ich weiß, aber das war schon während ich es gezockt habe, so dass ich ja, okay, total orientierungslos war. Das ist halt so ein bisschen wie World of Warcraft. Wie ein Singleplayer World of Warcraft. Das ist eine riesengroße Welt und mir macht es einfach Bock, da mich zu leveln und zu looten und ja, ich werde schon irgendwann, ich werde sicher so ein, zwei Stunden brauchen, um mich zu orientieren, aber... Der Typ ist immer noch nicht da. Nee. Dann sind wir echt noch nicht schwarz, oder was? Nee. Jetzt ist es auch wieder heller! Was ist denn da los? Es hat 100 pro... Aber okay, wir sind ja auch ausgelockt und wieder eingeloggt. Ach, scheiße! Verstehst du? Ja, wieso denn? Der hat es resettet. Ja, aber wieso? Oh Mann! Das ist doch doof. So können wir nicht arbeiten. Im Prinzip muss man es offline machen. Darfst nicht online gehen. Wenn du das machst, was wir gerade machen. Da ist er übrigens. Tatsuki. Ja. Das ist halt die Scheiße. Jetzt haben wir die ganzen Ephemer-Augensteine verballert. Ja. Das ist richtig scheiße.
Weiterfahren? Ja, einmal einen richtigen Batzen. Wir haben jetzt gerade mal 5 Level gemacht oder was auch immer. Ja, das ist nicht, was wir vorhaben. Aber einige Upgrades für die Waffe. Ja, gut. Was haben wir denn? Kill-G 2 Level hoch. 2 Level. Ja, immerhin. Das ist ja nix. Dann wäre immer noch kein Pure Blade. Ich will auch noch das Uchi auf plus 10 haben, Leute. Ja, da müssen wir aber woanders fahren. Erstmal die Seelen hier, machen wir mal 100.000 klar. Was sind wir denn für ein Level? Keine Ahnung. Den können wir gar nicht benutzen, glaube ich, den Whiteboard. Ja. Alter, 30 Stärke braucht der. Das ist aber viel. Ja. Das ist aber auch geil. Bestimmt. Der hat nämlich hier schon plus 300. Ja, was ist das? Nein. White Damage? Nein, was ist das? Set to be impossible for human to handle. It has extremely long range. Okay. Das ist schon geil. Homing Arrows hätte ich gern. Ja, sollen wir jetzt wieder Ephemeren? Ja. Mach. Pfeile haben wir denn noch? Ah, 20, da steht's. Oh, Headshot! Double Headshot! Ich nehm den Ephemer-Augenstein unten raus und füllst du den gleich wieder aus Versehen. Da kann man ja gar nicht, solange ich lebendig bin. Echt nicht? Nein. Okay. Dark Moon Shit. Chunk ist auch ganz okay. Ja, brauchen wir eigentlich. Er braucht man jetzt keinen davon. Echt nicht? Für die Waffe nicht mehr. Also den einen hat man noch gebraucht, glaube ich. Jetzt okay. Hilft uns nur noch Pure Stone. Weiter. Und die kriegen wir das hier bei ihm auch. Ja. Aber halt ja, ultra hier. Rare. Das ist so wie bei den Skeletors für einen Titanite Slap zu farmen. Mhm. Titanite Slabs habe ich ja am Ende doch relativ häufig gekriegt. Ja, bei den Skeletons? Nee, bei den Dark Rays. Ja, aber das meine ich doch. Das sind doch die Skeletors. Ja, Skeletors, ja genau. Ja. Wir haben natürlich auch, muss man an der Stelle mal sagen, Luck 7 ist natürlich auch nicht so geil. Wir haben nicht das Sword of Searching, was nochmal Plus gibt. Hm. Was, ich weiß gar nicht, was noch alles beeinflusst. Voilà. Also wenn man zum Beispiel 99 Luck hat, gibt es glaube ich 3- bis 5-fache Item Drop Rate. Dann noch Searching, Large Sword of Searching. Kann glaube ich nochmal verdoppeln. Also man kann da schon noch einiges rausholen an Drop Rate Tweak. Tune Push-Ups. Hm. Ja, bei den Dark Rays, wenn du da voll getuned, da gibt es, ich glaube, eine maximale bei Dark Souls, maximale Item-Feindrate von 412 oder sowas. Oder wie war das? Weißt du das? Ja, das war das Maximum nochmal. Irgendwie sowas. Und wenn du mit der rumläufst, was relativ easy ist, 90% der Drop-Rate, Drop-Rate kriegst du durch. Der Drop-Rate. kriegst du durch Humanity. Wenn du Humanity 10 hast, hast du, glaube ich, schon 300. Und wenn du dann da unten langläufst, bei den Four Kings, da habe ich gerne geholfen. Boah, ich hasse die Four Kings. Da habe ich dann am Ende 3 Slabs gehabt. So selten fand ich die gar nicht. Ja. Also, sie sind schon selten, aber es ist alles machbar. Ah, was nice! Was war das?
Das war One of These Moments. Was war das denn? Wieso? Ich hab doch geblockt. Wir haben mich mit beiden getroffen, ne? Irgendwie. Ja, das war wieder einer dieser Momente, wo du in so einer Recovery-Phase warst. Ich bin einfach nur gelaufen. Ja, aber du bist irgendwie gestolpert und was wieder in so einem Aufsteh denkst, dann kriegst du mehr. Willst du wieder stoppen? Kann ich machen. Aber du musst auch Seelen einsammeln dabei noch. Das geht schon. Wo liegen die? Direkt davor, ne? Upte Plätze. Fertig. Go. Als ich das letzte Mal in den USA war, habe ich mit jemandem über David Hasselhoff gesprochen, mit einem Einheimischen, der kannte den gar nicht. Kann das sein, dass in den USA keiner David Hasselhoff nicht mal kennt? Das kann sein, ja. Was machst du? Das geht erstmal in der Zeit ab. Oh shit. Mal wie schlecht. Ja, man muss ja ein bisschen erstmal eine kleine vorlegen, die man auch brechen kann, ne? Warum soll ich gleich ich hab ja schon eine vorgelegt. Deine 1,37? Nee, die hast du noch nicht geschlagen. Ja, das war wie für eine F-Jugend. Dann mach doch erstmal. Schlag sie doch erstmal, dann kannst du labern, ey. Ich laber vorher. Wie in der F-Jugend. Bam, Backstab, beste Antwort. Da kannst du rollen übrigens, wenn du da gestaggert bist. Was war's? Das ist nicht, was es war. Ah, ja, es war bestimmt irgendein scheiß Shardstone. Und das ist jetzt der Pure Blades. Ah! Oh oh, es wird knapp. Ganz knapp. 34, 35. 36, 37. Ja, Alter, wann hast du denn gedrückt? Ich hab gedrückt, sobald du da oben auf dem Boden warst. Das war 1,37,7 und du hattest 1,37,8. So, guck mal, jetzt haben wir eine Zeit zum Loslegen. 1,39 ist mein Rekord noch nicht geschlagen, ey. Nee, ja, willst du wieder? Ja, mach erstmal Effi Mary. Ich mach erst wieder, wenn du meinen Rekord schlägst. Es gibt ja nichts zu schlagen. Na gut, okay. Dann legen wir jetzt los. Whee! Ah. Ready to stop? Ich lege jetzt los. Muss drücken. Ja, bis du da bist. Okay, warte. Up die Plätze. Fertig. Go! Nein. Kein normal. Was? Ja, na gut. Was ist das? Auf die Plätze. Gibt's in der Formel 1 aber auch nicht, ne? Aber gut. Auf die Plätze. Fertig. Go! Oh, da läuft er, da läuft er, da läuft er. Der Schumi fährt direkt rechts rein. Hey, hey, Spielstopp. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal, ja. So. Bremsen, fahren wieder rückwärts auf ihre Positions. Konzentrier dich lieber. Ich weiß, wie du spielst, wenn du nicht konzentriert bist. Das war gut. Jetzt direkt in die Tür rein. Oh, jetzt muss er den Katana-Mann schnell machen, dann könnte er hier einen neuen Rekord schaffen. Dennis Richtarski auf dem Weg zu seiner bislang Karriere-Bestzeit. Und auch noch den Ephemer gemacht. Sehr gut. Das sieht nach perfektem Timing aus. Aber jetzt kommt es. Wie schnell kann er hier... Shit! Backstep gescheitert. Das könnte ein langer Kampf werden, wenn er jetzt nicht schnell noch einen Backstep schafft. Oder jetzt hier mit Power Pressure es versucht. Noch ist er gut in der Zeit, aber jetzt müsste er langsam mal gewinnen. Sonst dauert das zu lange. Und da kriegt er noch einen Schlag, muss wieder auf Abstand gehen. Der harte Schlag. Jetzt hat er die Chance zum Finisher. Das wird knapp, aber er liegt noch in der Zeit. Er kann es noch schaffen. Noch ist er bei 1,14. Die Zeit läuft. Jetzt muss er den Hügel hoch. Aufpassen, dass er nicht irgendwo abrutscht. Ja, das ist ganz süß, hier runter zu glitschen. Es wird eine ganz knappe Kiste. Aber er hat sich am Anfang einen guten Vorsprung gemacht. Wird er es schaffen? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und da ist er bei, zack, 1,31,1. Ja, 1,31,1. Okay.
Okay, denk dran. Mit Ephemer und Seelen einsammeln. Es kann doch nicht sein, dass da echt nichts mehr drin ist, ne? Sogar die geilen, die waren nicht schlecht, diese Schoko-Twins. Mhm. Hast du das gesehen beim Dschungelcamp? Jetzt gibt's ja, du guckst ja auch immer, jetzt gibt's ja diese neuen Pickups mit Karamell drinnen, ne? Hast du da schon mal die Werbung von gesehen? Ich muss mich konzentrieren, mach mal. Bist du? Auf die Plätze, fertig, go! Ja. Das ist für mich der schwerste Punkt, ist hier der Reaper. Echt? Okay, go, go. Kannst ja jetzt schon mal schießen, genau. Und dann, das ist der Profi. Und weiter. Ah, dann eine halbe Sekunde weg, verloren. Und dann direkt weitermachen können. Dafür hier eine halbe Sekunde wieder gewonnen. Sehr gut abgesprungen. Das ist im Lauf, viel mehr hinterher. Sieht gut aus. 40 Sekunden sind wir. Oh, er reagiert anders als erwartet. Unkonventionell, aber da kann Eddie drauf reagieren. Da steckt da einer ein. Kommt da der Backstab? Ja, ist er. Sehr gut. Das macht's spannend. Oh, da kommt von hinten Captain Rochenschuss. Oh, 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 das könnte eine sehr gute Zeit werden. Du musst auch einsammeln, den Shit. Oh. Shit, was war das? Lauf, lauf, wenn du jetzt einen Stachel abkriegst, bist du disqualifiziert. Oh, oh, das ist die schwierige Stelle hier. Oh, sehr gut gemeistert. 1,17. Und er läuft. Das sieht sehr gut aus. Eine krasse Zeit. Auf die Plätze und... Stopp! 1,8 und... Oh, warte, beweg dich, beweg dich! Jetzt ist fast verloren. Du brauchst ihn nicht heilen. Nicht heilen. Achso, ja. Nicht heilen. Ja, ich war schon drin. Was hab ich? 1,18. Was hattest du? 1,28. Ich hatte 1,31. Okay. Okay. 1,28,6. Aber man merkt schon, wie es so eine gewisse Zeit gibt, die einfach... Man nähert sich so wie bei Mario Kart, aber es gibt so um die 1,30 dauert es halt einfach. So plus minus, ne? Naja, ich lege jetzt 1,19 hin. Ja, du Lava, fang du so eine Lava. Ja, wo ist das Handy? So eine Lava. Warte. Poser, ey, Lava. Das ist voll 1,19. Auf die Plätze. Fertig. Go! Okay, da haben wir eine Sekunde verloren. Da hat Eddie die extra fies hingelegt, wie beim Snooker. Oh, das war eine gute Rolle. Direkt vor die Tür. Hat er die Sekunde wieder gut gemacht. Jetzt wird es drauf ankommen, hier wieder schnell einen Sieg einzufahren. Oh, shit! Oh. Aber der Backstep doch noch geglückt. Gibt ihm die Möglichkeit direkt... Nein, man geht lieber auf Abstand. Wartet auf den zweiten Jump wahrscheinlich. Der nicht kommt. Zweiter Backstep. Ey, das zählt nicht. Scheiße! Ah. Ja, das zählt nicht. Mann, der war gar nicht schlecht. Das war der Pure Bladestone. Das war er, ne? Hast du ihn auch noch? Ah. Das ist natürlich jetzt eine gute Zeit, ne? Lauf weiter, du! Was wäre denn das gewesen? 1,21. Shit. Das hätte fast deine 1,19 sogar geschafft. Eins. Ach so, ja, zählt nicht. Okay. Aber jetzt liegt er ja doch da, oder? Das, die Items liegen jetzt nicht da? Nee, jetzt nicht mehr. Hätte man neu laden müssen, ne? Ja, neu laden. Okay, bist du bereit? Warte, wie viele Pfeile haben wir noch? Nicht, dass du gleich was. Hast du noch einen Ephemerungstein? 7 Pfeile. Das ist kein Ephemerungstein mehr. Nee, aber vielleicht sind wir ja. Ach, Scheiße! Diese Ephemerkacke. Dann hol dir mal Seelen, grade mal ab.
lass mal vernünftig sein. Gehen wir ins Nexus, machen wir wieder zwei Dexis. Das könnte echt so eine neue E-Sports-Disziplin sein. Farmruns. Ja. Er ist schneller hingegangen. Wir müssen auf jeden Fall eine gute Zeit hinlegen, die die Leute da draußen schlagen müssen. Ja, aber es kommt ja auch immer aufs Equipment an, ne? Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt zwei Dragon Sword plus 5 haben, dann geht's natürlich, ist der Katana-Typ mit einem Schlag weg. Einem Backstep. Wo ist die alte? Farm. Wo ist sie? Da. Seeking Soul Power. Jetzt könnte sich sogar das Kilji langsam auszahlen. Was machst du denn jetzt? Ach, Effi mehr. Effi mehr oder Effi weniger? Ja, sehr gut. Ich finde beim zweiten Mal war der noch lustig. Ach, habe ich ihn schon gebracht? Ich dachte, ich hätte eine andere Variante davon. Wir haben noch 11 Stück oder was? Alle hier verbraten. Ja. Adjudicatore. Okay, bereit zum Stoppen? Stop in the name of love. Okay. Moment, ich muss kurz niesen. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Go. Na, Alter. Da wollte er super cool umdrehen. Oh, das war wieder eine Sekunde. Scheiße. Oh, läuft, 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 läuft. Oh. Oh. Wie ich hier, was ich für eine Akrobatik gefallen so mit den Fingern. Effi mehr, oh, du hast nicht equipped, doch. Noch ist alles drin, jetzt ein schneller Sieg gegen Katana Boy. Katana Boy, komm her. Oh, er drückt, oh, jetzt fällt er runter. Ah, okay, das ist scheiße. Ja, lad neu. Wichtiger, dass wir hier den Pure Blade Stone kriegen. Ja, soll ich das machen? Warte, eine Sache probiere ich noch. Zeit zählt eh nicht. Oh. Hey. Okay, ich lad mal neu wegen diesem scheiß Stein. Saint Urbain. So, ich gucke jetzt auch mal gleich, weil Seelen haben wir, finde ich, jetzt schon einigermaßen gefarmt. Wir müssen dann auch noch vielleicht in einer zweiten Farm-Session mal wieder in die Minen. Weil da kriegt man eigentlich fast alles. 2-2. Chunk of Dragonstone Beerbugs. Medium und Large. 2-2. Gar nichts gedroppt. Hä? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, wa? Ich auch nicht. Stop. So. 2-2. 2-2. 2-2. Pure Sharpstone wird nirgendwo gedroppt. Crystal Lizards only. Ach, zu früh. Jetzt liegt nur gegen die Sehne bestimmt wieder. Arr. Dragon God AS? Dragon God haben wir doch schon gemacht, oder? Mhm. Was heißt denn AS? Mhm.
Was ist das? AS, keine Ahnung. Antonio Santos. Ah, Mist. Wir haben keine. Die muss ich jetzt aber kurz kaufen. Oh. So. Well done. Also 6,9 Mittel kriegst du, wenn du hier den Anfang machst. Und eigentlich, wenn wir jetzt nicht diesen fetten Bladestone farmen würden, würden wir jetzt umdrehen. Weil der gibt ja auch nochmal 5000 Seelen, eigentlich ist das gar nicht schlecht. Ja, aber vom Zeitaufwand, das ist der Block zweimal so lange wie die. Ja, das stimmt. Na? Ja, wir wollen ja auch den Pure Bladestone. Wir müssen ja wenigstens eine Waffe zum Maximum bringen. Schade auf Bladestone. Ich guck einmal, ob wir den vielleicht gekriegt haben eben. Nee. So, und jetzt vorsichtig, weil ich die Seelen da oben hab. Besonders diese Ecke hier. Da liegen sie. So. Jetzt sind wir schwarz, okay. Also nach dem Tod auf jeden Fall. Da müsste dann auch der Kollege Skirvir oder wie er heißt. Nee, Satani. Wie? Satura. Satura. Dann stell dich eingeben. Wir müssen auch mal langsam, glaube ich. Ja, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ich lege noch eine Zeit hin. Auf fast jeden anderthalb Fall. Stunden schon, glaube ich. Das ist nochmal eine richtig gute 20er-Zeit hier. Oder neun, was haben wir gesagt? 19? 1,9. Hast du gesagt. Ja. Du machen. Komm, lass mich die mal schnell hinlegen. Und ohne Ephemer jetzt. Ja, dann brauchen ist wir ja nicht easy. Mehr. Auf die dann Plätze. Ist ja easy. Fertig, go! Und da läuft er! Und da läuft er. Da läuft er. Oh, die Seelen aufsammeln, das hat er noch geschafft. Bisschen Zeit hat ihn das gekostet. Jetzt kommt der perfekte Shot. Das ist ein bisschen wie da ist er zu aufgeregt, ey. Wie heißt das? Biathlon? Ne, wo ist das, wo die Skifahren und schießen? Das ist Triathlon, ja. Triathlon, ja. Ne, Biathlon, ja. Triathlon ist das mit Schwimmen, Fahrradfahren. Biathlon, ja. Geht gar nicht. Ja, die Zeit ist noch nicht besonders gut. Aber hier. Yeah. Der hat reingehauen. Der ist ja tot. Alter, hast du gesehen, wie ich ihn gerade. In einem anderen Multiversum habe ich ihm gerade das Schwert wieder rausgezogen nach einem Backstab und jetzt stirbt er gerade. Wir sind im fucking falschen Multiversum einfach nur. Hättest ihn eh wieder von der Klippe gekickt. Stimmt doch. Okay. Warte. Du willst stoppen. Auf die Plätze. Fertig. Farm. Die Seelen liegen jetzt bei dem Skeletor. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen links. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, der ist zu weit. Au! Sehr gut. Ja, und ab die. Mir auch immer, ne? Man versucht im Laufen die Waffe zu wechseln. Das dauert einem zu lange, also macht man es nochmal. Und man wechselt aus Versehen wieder zurück. Okay, 45 Sekunden. Hat er die Seelen? Da steht er.
Okay, der Backstab ist weg. Aber eine neue Chance. Zack. Yes. Der bleibt noch auf der Klippe. Nein. Und Zeit disqualifiziert. Ja, schon 3 Blades zu uns da runter geschossen. Mann, ey. 3 Pure Blade Stones, weil nämlich jedes Mal Pures, wo wir ihn runtergekickt haben. Mhm. Noch bist du gut in der Zeit. Erzähl doch eh nicht. Ja, trotzdem. Einfach mal so. Das wäre jetzt 1,24 gewesen. Ja, ich habe ja gestoppt zwischen uns. Erzähl eh nicht, egal. Ich Wie gehst du wieder hin? Ich benutze jetzt die gefarmten Seelen. Dafür farmt man sie ja. Ja, aber. Also ich weiß, du willst sie. Ich will sie am Ende alle verlieren. Du willst sie am liebsten auf ein Konto packen, irgendwie warten, bis die Zinsen gut sind und dann. Und dann weiter drauf liegen. Und dann weiter drauf liegen. Okay. So. Alles klar, ich stopp, wie schnell du leveln kannst. Und go! Du bist ja gut in der Zeit. Nicht schlecht. Alter Schwede, der macht da 2 Level pro 10 Sekunden. Ja, kurz mal gucken, eigentlich. Soul Ray haben wir noch nicht, ne? Wo gibt's denn nochmal Soul Ray? Enchant Weapon ist vielleicht ganz cool, ne? Wollen wir das? Willst du das nicht mal für einen 5er mitnehmen? Echt? Mhm. Kann man das benutzen, ja. Ja, nimm mal, 5 kostet ja nichts. Und die richtig geilen hat ja Typ in der Ecke, ne? Die Hexe, ist sie das? Ja, gut, aber die können wir nicht benutzen. Are you sure? Ja. Haben wir gar nicht genug Slots. Sloth, wie ist der andere von Goonies? Der genau, Sloth. Slot. Sloth? Sloth. Sloth. Sloth ist Englisch für Faultier, glaube ich. You don't have enough capacity? Achso. Was denn? Ja. Wait. Where are you going? Ah, das ist blöd. Jetzt, dann musst du das tauschen. Muss der Bogen nach rechts und der Zauberstab nach links. Nee. Und der Bogen. Lava Bow. Es geht hier nicht im Nexus. Sicher? Nee. Bist du nicht sicher? Nee, bin mir nicht sicher. Kann sein, dass wir nicht genug MP haben dafür? Wie viel haben wir denn? Weißt du noch nicht. Da links oben ist doch fast voll. Hm. Ja, Zeit ist um, ne? Na, ich will nur kurz gucken, ob das stimmt, dass es im Nexus nicht geht, aber ich glaube nicht. Wieso verzaubert er das nicht? Ach so, weil es schon verzaubert ist. Ach so, okay. Wenn es mit dem Sharp killt. Ja, dann geht das. Das wird jetzt schön Damage machen. Ja. Oh. 310. Das ist ganz geil. Ja, das ist mucho. Komm, hau den Typen da vorne um. Der hat einen vielleicht pure Joker Stone. Wir dürfen jetzt aber auf keinen Fall ausmachen, ne? Konsole. Die muss jetzt die ganze Zeit laufen. Wird sonst unsere Tendenz weg ist. Sehr gut.
Eine neue Waffe muss man sich erstmal dran gewöhnen. Alter, hast du Glück. Ui, der hat dir fast eine reingebratzt. Mhm. Ja, die Verzauberung bleibt echt nicht sonderlich lange, ey. Ist hier schon wieder weg, oder was? Ja, schon lange. Okay. Lagen auf Stones eben. Die hab ich ja gerade eingesammelt. Echt so? Grey Stones. Okay. Wo gehe ich eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Was soll ich hier machen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir müssen jetzt Schluss machen. Ach so. Oder? Wir wollen ein bisschen länger machen als normal. Wir haben jetzt fast doppelt so lang. Das ist Farm-Style. Ja, also, ihr habt gesehen, Farm-Run, probiert das mal so zu machen wie wir in 49 Sekunden, das war ja am Ende ganz gut. Ach nee, da hatten wir vergessen aufzuzeichnen kurz. Ja, stimmt, da lief es nicht mit. Nee. Aber ihr merkt, es macht Spaß, da so eine Zeit hinzulegen. Unsere war jetzt nicht so geil, aber vielleicht sind wir gar nicht so schlecht, wenn wir gerade nicht jetzt sind. Ja, in diesem Sinne, was machen wir nächste Woche? Machen wir nochmal eine Farmrunde oder versuchen wir mit dem Erreichten weiterzukommen? Ich würde ja eigentlich am liebsten einmal nur Seelen farmen. Für 10 Minuten durch, dann haben wir 100.000. Und dann sind wir vielleicht auch bei über 40 Decks. Ich finde 34, ja, wobei. Ja, dann mach doch jetzt noch auf 40. Soll ich jetzt noch schnell? Ja. Oder? Ja, machen wir jetzt. Denn ist das die. Weil dann jetzt nächste Folge nochmal nur Reaper fahren, ich weiß nicht, dann werden die Leute ungehalten. Ja, das kann sein. Okay, dann machen wir es jetzt ganz schnell. Es ist auch schön schwarz hier. Es ist immer, es ist nicht mehr schön. Hey, sobald wir ins Nexus gehen, resettet sich das. War das schon immer so? Ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich nicht. Das ist jetzt total bescheuert. Das hat irgendwas mit Online oder ich weiß nicht. Das hat ja unsere ganzen Ephemer-Augensteine jetzt füllen. Na. Ich stelle das mal wieder um. Ich guck mal. Wo bestellen wir denn Essen gleich? Ist noch was essen? Was ist der fucking Rochen? Da muss doch mal ein Rochen sein. Ey, ist das für dich schnell farmen? Du triffst die nie. Nur nicht einmal hast du getroffen. Verballerst unsere Pfeile, kostet Zeit, wir wollten eigentlich Schluss machen und so, aber du hast nur nochmal eine Chance gekriegt, weil du gesagt hast, dass du ganz schnell 100.000 farmen willst. Okay. In 10 Minuten. Guck mal, jetzt gibt's wieder nur 4,5 anstelle von 6,8. Ja, das muss er jetzt noch 20 Mal machen. Das ist doch shitty! Mit 6,8 wäre das ein bisschen schneller gegangen. Aber wie soll man denn? Dann ist es ja noch schwieriger, die Welt in Schwarz zu haben. Das hat 100 Pro irgendwas mit Online oder Server oder so zu tun. Das ist totale Scheiße. Wenn man in eine andere Welt geht oder so? Nee. Ich weiß.
Scheiße. Das ist wahrscheinlich wirklich das Verlassen und wieder Joinen der Welt. Resettet sie anscheinend irgendwie. Das ist echt doof. Wie cool das wäre, wenn man die einfach auf schwarze Tendenz lassen könnte, um hier immer wieder zum Farm vorbeizukommen. Jetzt hast du es raus, ey. Genau, ich wusste, irgendwie geht das. Man muss einfach nur scheiße schnell sein. Dann kriegt man hier nochmal ein bisschen mehr Seelen. Hast du Lust, mal rauszufinden, oder hast du, ach nee, die Liste. Kein Internet. In der Liste, was man alles upgraden kann mit den Colorless Souls. Gibt's da vielleicht irgendwelche super mega Boss Weapons, die ultra krass sind? Was ist das denn da links oben? Filthy Ones. Filthy Ones? Da kommen Swamp. Diese Ach, kleinen. Die sind das. Ja. Die droppen übrigens Ephemeral Eyes. Echt? Ist egal. Haben wir jetzt. Mann, schade. Wären wir in schwarzer Welttendenz, würde ich mal sagen, hätten wir jetzt fast an die 60.000. Aber mal der Rochen, der würde ja auch nochmal viel mehr geben. Da würden wir pro Run 10.000 kriegen. Insgesamt. Mhm. Ach, shit. Ja, kannst halt die ganzen Special Weapons upgraden. Nenn mal ein paar. Was gibt's denn? White Bow, Phosphorus and Pole, Istarel, Hands of God, Educator's Shield, ein paar Schilder, Baby's Nail, Crisp Blade, Sword, Penetrating Sword, aha, Large Sword of Moonlight, Dragon Bone Smasher, Blind, Hitless, Magic Sword Makoto, Gary Stiletto. Gary Stiletto. Wo kriegt man denn dieses Sword of Searching her? Weißt du das noch? Ja. Musste upgraden von Waffe plus 8 plus Hero DS. Hero Demon Soul. Hm. Das ist, glaube ich, der Endgegner, oder? Old Hero? Nee, Old Hero ist der Blinde. Vielleicht kriegst du von dem die Seele dafür. Wahrscheinlich sogar. Macht Sinn, weil er ist blind. Searching. Northern Regalia. Oh Mann.
Ich würde gerne mal sehen, ich meine, es ist ja ein beliebter Farmspot. Da, wo ich runterspringe, würde ich gerne mal sehen, wie das aussieht. Es ist jetzt zu tief, als dass man sehen könnte, aber ich schätze mal, das ist ein riesiger Berg Leichen von Leuten, die farmen wollten. So ein paar Rochen liegen da auf drauf, wie bei so einer Lasagne. Die verschiedenen Schichten sind das. Das sind ein paar Schichten Heroes, dann wieder ein paar Rochen. Dragon Bone Smash. Moonsword. So, die Zeit könnt ihr jetzt langsam mal stoppen. Da jetzt hat man sich so eingespielt und das hier geht ratzfatz. Pure White braucht man fürs Magic Sword Makoto. Geht eigentlich nur noch per PvP. Ja. Sind schon allein geschlafen. Alter, nee, die kleben mit ihrer Nase am Bildschirm. Der Bild spult es einfach vor. Ja, ne? Gleich haben wir es ja. Ich hab Hunger. Ja, ich auch ein bisschen. Was machen wir denn dagegen? Ich, keine Ahnung, ey. Ich muss so viel Essen hier gehabt. Für Jahre vorgesorgt mit diesem Paket, ja. Ey, wenn wir den Dieb finden, das muss der machen, wenn wir rausfinden, wer es war. Für uns Farm? Ja, Farm oder Essen. Für uns Essen? Ja. Also nicht für uns Essen, sondern für uns Essen machen. Mein Bauch hat eben gerade gejault. Ja, meine auch. So richtig, der entwickelt Sprache vor Hunger. Das ist wie die Hunde nachts in der Großstadt. Wenn einer anfängt auch zu bellen, meine auch gerade, denn so im Gleichklang. Immer wenn ich so krass Hunger habe, habe ich meistens Hunger auf was Dummes. Wie einen fettigen Burger oder sowas. Oh, weißt du, was ich glaube ich mir hole? Na? Halbes Hähnchen mit Pommes. Beim Lüttengrill? Mhm. Also, dann hole ich Currywurst Pommes. Wollen wir gleich dahin? Ja, Mann. Das mal zum Lüttengrill. Alter, wieso läufst du so schnell? Schön knuspriges halbes Hähnchen. Okay, der will heute nicht. Das geht auf jeden Fall klar. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. So, die letzte Runde gleich. Den nehmen wir noch mit. So. Und dann pumpen wir alles in Decks, ne? Ja. Decks. Ah. Da-da-da-da-da-da. The Master of the Universe. Decks. Decks. Ah.
Max, I love you, but we only have 14 hours to save the world. Okay. Eine noch. 88 hier. Schon in den 90ern sein. The Monumental. Achso, nee. Zurück. Naja, okay. Einmal noch, dann haben wir wirklich 100. Das war das Ziel. Ist nicht vorher aufhören. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die spannendste Folge, aber sie musste sein. Und vielleicht kannte ja doch irgendjemand diesen Farmspot nicht. Und der ist ja tatsächlich recht ergiebig. Und jetzt touchen wir den Demon inside her. Touch the Demon inside of her. Ein Level, 2, 3, 4, 5, 39. Hä? Weil jetzt noch Seelen kauen, oder? Was brauchen wir denn auch schnell? Wir haben es nicht auf 40 geschafft. Egal. Egal. Sag mal, wie viel Schaden jetzt die Waffe macht. 228. Mit was gelten die? Ist die noch A oder schon S? S, glaube ich, erst mit Pure, oder? Ja. Oh Mann, ey, wir brauchen diesen Pure Bladestone. Ah ja, dann gibt's nochmal einen Boost. Sharp Kilich. Jetzt macht es nicht unbedingt viel mehr Damage als unsere Feuerwaffe. Aber es ist verdammt scharf. Und schnell. Naja, nächste Folge wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Mal gucken, ob wir wieder farmen. Weil wir brauchen ja noch ein paar Steine. Oder vielleicht legen wir jetzt Boss. Oder vielleicht essen wir jetzt erstmal was. Ach Mann. Na gut. Oh, oh, oh. Oh. Alles gut. Alles gut. Peace. Okay, bis zum nächsten Mal. Scheiße, hab ich Hunger. Die Brezeln, ha.